Hallo Freunde, hallo YouTube und willkommen zurück bei Path of Exile. Ich bin der Chris und wir waren stehen geblieben, hier mitten im Nirgendwo. Ja, und rennen mal weiter hier durch die felsigen Klippen von The Climb, wie das Gebiet hier auch immer heißt. So, und da ich noch weiß, wo wir gerade stehen geblieben sind, denn ich nehme die Folgen hintereinander weg auf, denn Sonntag kommen ja zwei Folgen, ja, rennen wir hier einfach mal weiter und hoffentlich jetzt auf dem richtigen Weg. Warum ich da gerade auf einen einzigen Spalten geused habe, weiß ich auch nicht. ja, ist aber so. Und da metzelt er durch die Massen mit seinem Spalten. Der Heinz Egon. Nee, das klappt nicht. So, das ist kaputt. The Black Spirit infects living flesh and bone. The animals suffered first. Their bodies changed. Their eyes filled with a hatred of mankind that is beyond instinct. Now it is we who must bend and bow like saplings before the seaborne gale. The firstborn of the kingdom of Calm greeted us this day. The firstborn of the kingdom of Calm was buried this day. Even our children are not spared the Black Spirit's touch. What have we done to enrage Rayclast? We look to Calm, our king. Will lay the spirit of this land at peace. Mann, du Arsch, siehst du nicht, dass ich was an, was ich hier als Vorspiele hier, mein Gott, Walter. Ja, der hat ja keinen Schaden gemacht, deswegen haben wir ihn einfach attacken lassen. Aber dass er nicht warten kann, bis der Text eben durch ist, ne? Knallhart. Hab mich aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen jetzt. Ich habe den jetzt schön fertig erzählen lassen. Aber jetzt kriegt unser Heinz Egon echt mal richtig auf den Sack. Ich sollte gleich mal gucken, was da für Items auf dem Boden droppen. Weil wir haben ja eigentlich wirklich nur Crap an. Weil hier, die gerade mit ihren... Oh, wow, wow, wow. Mit ihren Feuerbällen und ihren Pfeilen, ne, die treffen uns. Ach, der Dicke ist auch noch dabei. Ist so ein Unique, so ein einzigartiges Monster mit dabei. Boah, ich muss erstmal kurz weggehen, ne? Das geht nicht. Wahnsinn. Erstmal die Kleinen aufräumen. Bevor wir uns dann dem Großen widmen. Mit dem Namen. Ich werde ihn gleich erwähnen. Die Attacke kann man Jäger auch. Eisenpunkt der Versager? Ne. Versagen, das ist ein Versagen, versunken, oder? Der Versunkene könnte das sein. Und wir finden einen gelben Bogen mit unserem Heinz Egon, der natürlich kein Jäger ist. Oder Ranger. Wir können ihn aber ganz kurz identifizieren. Ja, für Level 7 halt ganz okay, weil man wahrscheinlich nichts Besseres hat. Ansonsten natürlich Kappes. Komm her. Wow, unser Heinz Egon. Oh. Mann, das war ja knapp. Ich brauche auch echt andere Heiltränke. Das ist der Wahnsinn, ne? Die heilen irgendwie gar nichts. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben hier, oh, die Standarddinger noch. Heilt 60, heilt 60. Gibt 60 Mana, gibt 60 Mana. Das ist natürlich dann nichts, ne? Wenn man 200 Leben hat knapp und 120 Mana. Mana geht vielleicht noch. Und da sind wir auch schon am Ziel unserer Reise, hier in The Climb. Es geht ins Lower Prison. Wenn ich wüsste, was es heißt, das tiefere Gefängnis, schätze ich mal. Oder das tiefe Gefängnis klingt, glaube ich, sinnvoller.
schon ein bisschen düster hier. So. Ui. Oh, da kommt ein Dicker. Nee, doch nicht. Ich dachte, da war ein Gelber dabei. Gibt ja hier auch, wie in Diablo 2, gibt es blaue Gegner. Und da haben wir einen Wiederbeleber Heinz, den ich erstmal zuerst mache, weil diese Nekromanze, die beleben immer alles wieder. Ist dann manchmal schon ätzend. Ich meine, hier jetzt auf normal mag es noch gehen, aber in schwierigeren Schwierigkeitsgraden, das war natürlich jetzt auch wieder cool ausgedrückt, ne? In schwierigeren Schwierigkeitsgraden, kann das schon mal tödlich ausgehen, wenn er da die ganzen Leute wiederholt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es hier auch wie bei Diablo 2 blaue Gegner gibt, also richtige Gruppen, dann wie hier ein gelben und halt auch diese Unique Monster, diese seltenen, das war ja bei Diablo 2 nicht anders. Und dieses Spiel ist einfach 10-mal cooler als Diablo 3. Und jetzt habe ich ganz kurz einen Lag. Warum, weiß ich nicht. Und da ist der Lag schon wieder weg. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so ein Mega-Frame-Einbruch war. Ich bitte um Verzeihung. Weil eigentlich sollte mein Rechner stark genug sein, dieses Spiel zu spielen und gleichzeitig aufzunehmen. Und wir haben hier einen Eisenhut. Oder ein... Ja doch, Eisenkrönchen. Eigentlich für einen Magier, aber da wir, glaube ich, nichts Besseres haben, werden wir das Ding erstmal benutzen. Ja, am Anfang nimmt man ja alles, was nied- und nagelfest ist, ne, was ein bisschen halt bunt ist und halt ein paar Werte drauf hat. Und noch ein Korallenamulett. Und da sind wir auch schon auf dem Weg zur Stufe 11. So, und wir schauen uns mal kurz dieses Krönchen an. Ja, wir haben halt auch schon ein Krönchen auf. Da haben wir sogar ein Skill drin, ne? Dieses Eternal Knife, was wir immer benutzen. Das können wir natürlich da in die Waffe packen. Weil ich denke mal, dass das Ding schon besser ist. Hat Genauigkeit, hat Feuerresi, hat Energieschild, hat Lebensrenegation und das hat, ja, Increased Block and Stun Recovery. Egal, wir benutzen einfach mal das Krönchen. Und jetzt sind wir hier, der König mit einem Seil auf dem Kopf. Das sieht aus wie so ein Seil um den Kopf. So, und weiter hier im Programm. Ich brauche irgendwie mehr Attack Speed. Also wenn ich da an meinen Ranger denke... Mittlerweile ist ja so, dass ich im Zusammenspiel mit meinem Kollegen Falkenauge 02, den ich an dieser Stelle natürlich auch grüße und der hoffentlich auch dieses Video schauen wird, sonst, ja, gibt's Saures. Wenn du das hörst, schreib in die Kommentare, sonst bist du dran. Nein, ich bin natürlich Tier- und Kinderlieb. Nicht, dass er ein Kind ist, nicht, dass er ein Tier ist. Er ist aber einfach ein cooler... Aber er hat halt ein scheiß Mikrofon, sonst würde ich das LPT auch aufnehmen. Denn er ist sich einfach zu fein, ein Mikrofon zu kaufen. Das wollte ich gerade nicht wegschmeißen. Ja, ein Laptop-Mikrofon ist halt einfach eine scheiß Qualität. Das will ich euch, wie gesagt, nicht antun. Ich verstehe ihn selber manchmal nicht. Weil das klingt dann, was weiß ich, wie am Bahnhof oder... ja, keine Ahnung halt, ne, und so. Und da ist es ja jetzt so, dass ich halt meinen Jäger spiele mit ihm zusammen. Er spielt ja hier ein so einen großen dicken Babo da. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ja, und ich mit diesem Skion, was ich da hatte, ich habe da irgendwie total gefailt und hatte dann auch keinen Bock mehr und habe dann gedacht, komm, jetzt sind wir noch 15 Level auseinander. Du mit deinem Babo, ich mit meinem Jäger. Ich wechsle einfach auf den Jäger um. Renn einfach nochmal mit durch Krühl durch. Denn mein Jäger war eh noch etwas schwächer. Mittlerweile ist er etwas stärker. Und ja, jetzt sind wir so gut wie auf demselben Level. Also von daher... Oh, jetzt muss ich ganz kurz ein wenig gähnen. Hier haben wir nochmal Genauigkeit und Dex. Da oben kriegen wir... Ja, das ist Physical für... Das ist nicht so toll. Auch für das für zwei Handwaffen.
Da unten kriegen wir Decks. Schildblock. Ja, wir wollen ja eh auf Schild gehen, ne? Dann würde ich sagen, dass ich jetzt diesen Kreis hier skille. Oder was haben wir hier noch? Das ist Stabdamage. Stabdamage und Attack Speed. Was haben wir hier? Armor und Energieschild. Ja, wir skillen erstmal hier Armor und Energieschild, weil noch haben wir eh noch kein Schild. Da haben wir ja momentan noch gar nichts davon. Bogen hat man noch da. Das ist natürlich ein Helmchen, was uns gar nichts bringt. Hier haben wir eine dicke Babbo-Keule. Da geht's nicht weiter. Und warum muss ich eigentlich immer gähnen, wenn ich aufnehme? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil ich so viel quatsche und dann auch noch so viel Dünnes. Aber irgendwas muss ich sagen. Ich will euch ja unterhalten. Das ist ja zu mir zum Einschlafen und so, ne? Und so weiter. Und wer jetzt schon eingeschlafen ist, ist spätestens jetzt wieder wach. Mit leicht erhobener Stimme. Im Hintergrund läuft immer noch Sky, die mit Bundesliga und die Interviews nach dem Spiel. Warum habt ihr gewonnen? Wieso habt ihr verloren? Was war super? Was ging schief? Was war toll? Was habt ihr scheiße gemacht? Was könnte man anders machen? Und so weiter. Ihr kennt ja diese Interviewfragen nach dem Spiel, wo die Trainer immer sich schon denken, Mann, verpiss dich. Ich habe keinen Bock mit dir zu labern. So in der Art. Natürlich, wenn man gewonnen hat, ist man natürlich fröhlich zu interviewen. Aber wenn man verloren hat, möchte man einfach nur seine Ruhe haben und die Fehler analysieren. Putz, putz, putz. Und da hat man gehört, ich wurde im Teamspeak angeschrieben. Der Please Smile ist wieder da, weil wir waren nämlich FIFA am Spielen. Er macht sich gerade was zu futtern. Und ja, jetzt ist er wieder da. Aber er muss sich noch gedulden. Ich nehme jetzt erst noch auf. Ich würde gerne, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang dieses Kabuff hier nochmal ist. Aber ich würde es gerne zu Ende bringen. Wo befinden wir uns? Wie heißt das hier? Ich glaube, Prison, da sind wir ja schon fast, ey. Das kann ich, glaube ich, nicht bis zum Ende bringen. Weil es ist, glaube ich, schon auf dem Weg zum Merville. Oder Merville. ja, zum Endboss des ersten Aktes. Und das würde, glaube ich, doch etwas länger dauern. Also ich werde jetzt irgendwann hier in der nächsten geraumen Zeit, wenn ich eine gute Stelle gefunden habe, einfach dann diese Folge auch schon wieder beenden. Und wir haben hier Chatters und der macht gerade richtig Krawall. Denn das ist auch wieder da, wie man sieht, ein Unique-Gegner. Und wir hauen einfach mal hier mit E drauf. Das macht richtig Bums. Und da haben wir einen Rubbelring. Also einen Rubi-Ring, ich sag mal einen Rubbelring. ich denke, er weiß, ich habe ihm gesagt, dass ich aufnehme. Und ich denke, er weiß, dass wenn ich mich jetzt nicht melde, dass ja, er sich halt noch gedulden muss. Habe ich mir auch das Spiel ein Herz gelegt, aber er hat gemeint, er hat einfach keine Zeit halt für so ein Spiel. Weil, wie gesagt, ich finde das Spiel hier so geil. In der Beta irgendwann aufgehört, weil ich dachte, naja, ist irgendwann eh resettet, spielt es halt umsonst und so. Aber das war ein Fehler, denn es läuft ja weiter. Und es macht tierisch Bock. Irgendwie habe ich doch gerade die Karte komplett angedingst. Hier noch ein Power Ring, da noch das und das. So, falls ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr jetzt auch hier steht und ihr wollt auf der Karte rumgucken, könnt ihr mit den Pfeiltasten die Karte hin und her bewegen. Und wie ich sehe, haben wir das einmal übersehen, das rote Türchen. Eieieiei. So, also, Fläschchen an und Vollgas. Mal die Karte mal auflassen, dass wir uns nicht verlaufen. Weil ich denke, hier sind wir reingekommen. Oder nee, ich glaube da sind wir unten beim Waypoint sind wir reingekommen. Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Vollgas hier. Und hier ist The Climb. Scheiße! Doch, unten geht's weiter. Und jetzt ist das Fläschchen leer und wir kriegen es erst wieder voll, sobald wir ein paar Gegner getötet haben. Unser Lauffläschchen auf der 3.
Ich verstehe nicht, warum ich die ganze Zeit gähnen muss, ne? Ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich hört ihr das auch ganz leise, so mikrofonmäßig. Und ja, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht, weil ich bin eigentlich so noch topfit. Und hier sind wir im Upper Prison. So, und weiter im Text. Ich bin auch die ganze Zeit hier Gameplay von meinem Hunter gewöhnt und das klappt hier natürlich nicht so gut. Warum ich da spalte und nicht einfach das E drück, weiß ich auch nicht. Boah, das sind viele blaue. Geh mal da raus. Das könnte jetzt etwas spannender werden. Da haben wir auch ein blaues Schild liegen. Und dann können wir auch diesen Dualstreich nicht mehr benutzen. Ne? Das ist auch wieder Mist. Den, wo wir hier gerade einsetzen. Zum Glück sind aber auch nicht alle gekommen, weil da, guck mal, da sind noch 5, 6, 7, 8 blaue drin oder so. Bums, bums. So. Ist auch wieder eine Sackgasse, oder? Egal, die nehmen wir jetzt mit. Das Problem ist jetzt aber auch, jetzt habe ich diese Etage angefangen. Und ja, jetzt muss ich eigentlich weitermachen, ne? Denn ich muss ich jetzt 3 Folgen aufnehmen. Es hilft nichts, Max. Wenn du das Video auch schon mal schauen solltest, ich muss es jetzt weitermachen. Das ist die Karte wieder. Obwohl, viel haben wir noch nicht aufgekundschaftet. Wir nehmen jetzt diese paar Mobs noch mit. Und dann beende ich jetzt einfach die Aufnahme hier an dieser Stelle. Auch diese Aufnahmesession. Also wundert euch nicht. Es kann sein, dass beim nächsten Mal die Karte anders ist. Denn, wie schon in anderen Teilen gesagt, ist es hier so, dass die Karte immer so also random generiert ist. Natürlich halt immer dieselben Wege und Ziele hat, aber halt immer an anderen Stellen. Und schon wieder Sawbones, wieder so ein dicker Seltener. Okay, natürlich der Necromancer auch, der die wiederholt, ne? Immer mit unserem E hier richtig schön drauf und dann geht der Heinz Egon zu Boden. Oh, Heinz Egon ist tot. Nein, wir sind natürlich nicht im Hardcore-Modus. Wir können ihn wiederbeleben. Gut, aber den machen wir jetzt noch platt. Können mit Taglei reden. There's a fine line. Ah, Kill Brutus. Okay, das ist ja da, wo wir, glaube ich, gerade sind. Denn es ist doch noch nicht Mervil. Ja, The Climb, The Ledge. Ich habe doch den Waypoint in Prison angeklickt, oder? Oh, nee, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir waren The Ledge, The Climb. Die Karte ist wahrscheinlich auch wieder... Genau. Denn es ist so, dass wenn man jetzt ein Gebiet verlässt, das steht auch mal als Tooltip zwischendrin dran, zwischen 8 und 15 Minuten dauert es und die Karte ist dann von dem vorigen Gebiet resettet. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt schnell den Weg wiederfinde. Denn ich habe natürlich auch keinen Town Portal gesetzt. Denn ich habe mit einem Tod von Heinz Egon an dieser Stelle nicht gerechnet. Ja. Und wenn wir Glück haben, The Ledge. Nein, da kommen wir her. Mist, Kacke, verdammte. Müssen wir in die andere Richtung laufen. Ach Mensch, das ist jetzt blöd. Jetzt zieht sich das wieder unnötig in die Länge. Ist mir jetzt egal. Wir legen jetzt diesen Sawbones und dann endet die Folge. Es bringt mir halt jetzt nicht so viel eigentlich. Eigentlich müsste ich es jetzt wirklich durchspielen. Ob ich es jetzt in einem Part haue, das ist ja mal Nebensache. Aber jetzt habe ich es eigentlich schon so angefangen. Egal, wir machen jetzt gleich einen dritten Part draus, dass es nicht zu lange wird und ich mache das eben fertig. Muss ich der Max gedulden? Max, tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir noch einmal verzeihen. Jetzt ist wahrscheinlich diese dicke Skelettbogenschütze wieder hier noch dabei. Das klang jetzt etwas schwul, aber ja, und wir müssen aus dem Feuer raus. Schon in WoW gelernt und in anderen Spielen nicht im Feuer stehen. Aber wenn wir natürlich jetzt noch länger brauchen, dann ist auch die Karte von dem anderen Tempel da wieder... Ach Mensch, ich bin schon so ein richtiger Lauch. Nicht nur, dass wir da mit Heinz Egon sterben, nein, dann haben wir auch keinen Weg zurückzukommen. Ich war mir echt sicher, dass ich diesen Waypoint da von Prison angeklickt habe. Aber irgendwie ja scheinbar nicht.
Ja, unsere Laufflasche ist wieder aufgefüllt, dann machen wir mal wieder Vollgas. Und ich glaube, hier kommt dieser dicke Bogenschütze. Jawohl, da ist er auch schon. Nein, und Heinz Egon kriegt schon wieder richtig auf Fresse. Ja, und aus dem Feuer raus. Kriegen aber hier gerade auch so auf Fresse, das ist der Wahnsinn. Ich brauche echt mal besseres Gear. Und nicht irgend so eine Pisskacke, was wir da halt momentan angelegt haben. Und da ist der Mob. Mit E machen wir ihn jetzt platt. Und vielleicht finden wir mal was Gelbes für unseren Heinz Egon. Und nicht hier wieder einen Bogen. Nein, wir finden natürlich zwei Bögen und irgendeine andere Kacke. Ja, und jetzt will ich wieder Vollgas eigentlich geben. Denn ich habe keine Lust, dass dieser Ort halt da drüben resettet ist. Und ja, noch ein Orb of Transmutation. So, und weiter im Text. Laufflask reinschmeißen. Und da sind wir wieder am unteren Gefängnis, würde ich jetzt mal sagen. Oder so, und die Karte ist noch nicht resettet. Ja, hier ist ja eigentlich keine Gefahr mehr. Es ärgert mich jetzt gerade leicht, dass der Max da noch warten muss. Aber Max, da musst du jetzt durch. Und ich bin gerade zu dumm, den Weg zu finden. Aber ich tät sagen, weil wir gerade hier ein bisschen hängen, mache ich hier kurz einen Cut und wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Grisso Let's Play. Ne? Wenn euch das gefallen hat, kommentiert es, gebt einen Daumen runter, gebt einen Daumen hoch, abonniert mich, massakriert mich, penetriert mich, haut da rein, bis zum nächsten Mal.